Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Wir sind in den Aschkelmin unterwegs. Haben sogar schon den Weg weiter runter gefunden, aber wollen uns noch in dem Rest hier umsehen. Kobolde abmauxen. So. Oh, nochmal magische Geschosse. Pfeile. Mann, haben wir jetzt magische Geschosse. Wie kann ich helfen? Und ja, Keil müssen wir auch noch finden, um ihn seinen Dolch zu geben. Ein Bergarbeiter. Noch ein Bergarbeiter. Ich bin so müde. Ich habe nichts dagegen zu graben, wenn es Sinn macht, aber alles, was wir hier hochbringen, ist eh verseucht. Ich habe ein paar Spuren gefunden und ein Glasfläschchen. Den Unfall ist also nicht. Ich wünschte, jemand würde den, der dahinter steckt, einfach aufspießen. Ja. Und ich nehme mal Erzbrocken mit. Weil ich glaube, mit den Fläschchen, die wir jetzt in der Tranktasche haben, sollten wir in der Enhanced Edition was anfangen können, wenn wir Erz dabei haben. Das weiß ich nämlich, es gibt ja für Classic Baldur's Gate ja eine Mod, Unfinished Business war es, glaube ich, die ein paar Quests, die rausgeflogen sind, weil sie nicht ganz funktioniert haben oder einfach nicht fertig geworden sind in der Zeit, die wurden mit dieser Mod wieder reingebracht und fertig gemacht. Und soweit ich weiß, die Enhanced Edition macht dasselbe. Okay. Hier waren wir noch nicht und da unten waren wir noch nicht. Du bist auch nur ein normaler Bergarbeiter. Ja, und in dem Stollen geht es nicht mehr weiter. Hier graben sie wohl noch. Wir haben gerade keine Heilzauber mehr. Also absolut keine. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, und hier ist Bergarbeiter Kyle. Oder Kylie. So dunkel hier. Ihr habt meinen Dolch, vielen Dank. Ich wurde schon nervös und bewaffnet hier unten bei all dem, was hier los ist. Was wisst ihr über die Geschehnisse in der Mine? Kobolde, sie überrennen uns Stück für Stück. Früher haben wir sie hin und wieder gesehen, aber jetzt kann man auf den unteren Ebenen kaum ein paar Schritte gehen, ohne einen zu treten. Hier oben ist es wegen der Wächter nicht so schlimm. Trotzdem würde ich mich an eurer Stelle nicht im Dunkeln erwischen lassen. Ja, wir haben Erfahrung gewonnen. So dunkel hier unten. Kann halt seinen Dolch wieder zurück und wirkt nun viel weniger nervös. So, und die anderen sind normale Leute. Mit denen brauchen wir nicht unbedingt reden. Ja, Kegane hat das tolle Schwert. Das heißt, es geht ab in die nächste Ebene. Das können wir mal wieder zumachen. Ja, die Zisterne finde ich ganz nett, dass die so eingebaut wurde. Also natürliches Wasserreservoir, in das sie einfach reingegraben haben. Ob sie das hier zugeschüttet haben, ist dann wiederum eine andere Geschichte. Jedenfalls sieht es für mich aus wie eine natürliche Zisterne. Also natürliches unterirdisches Wasserreservoir.
So. Dann gehen wir mal weiter hinab. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, hier haben wir Josefs Grünsteinring. Ein Ring ist ein kleines Band, bla bla bla. Das ist Standardtext. Das heißt, den ziehen wir mal an, dass wir... Ja, die Mörder der Bergarbeiter haben sich als Kobolde entpuppt, aber Kobolde arbeiten nur selten allein. So, ab hier müssen wir... Oh, du meine Güte. Wie ihr wünscht. Das hier ist... Ja, wie ihr wünscht. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Du hast keine Zauber mehr. Du hast noch... Unberührung, okay. Worum geht es dies? Ich werde mich im... Lasst sie uns... Okay, spiel lieber ein Bardenlied. Ja? So. Was wollt ihr? Pfeile für Imoen. Was ist es diesmal? Ein Edelsteinchen. So, immerhin hat viele Pfeile. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, da wir ein bisschen angeschlagen sind und keine Zauber mehr gerade haben, die was taugen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Worum geht es diesmal? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Wie ihr wünscht. Ach so. Das ist aber der einzige Stufe 2 Zauber, den ich habe. Ich brauche einen besseren Stufe 2 Zauber. Geld, Geld, Geld. Schönes Geld. Da war noch Geld. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nochmal das Ganze. Worum geht es diesmal? So. Sagt Sänger an. Der Nacht, gebt mir Kraft. Brauch ein bisschen Heilung. Ja? Bisschen mehr. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Worum geht es diesmal? Und du bitte wieder auf deinen Armbus wechseln. Ich bin schneller tot. Bisschen Geld. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Alles wegen des lieben Geldes. Also ein Feind wird uns sonst nicht mangeln. Definitiv nicht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So, der Bereich ist abgeschlossen in sich. Das wird kein schneller. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Zumindest sind die Kobolde im Großen und Ganzen nicht stark. So, Geld, Geld. Ihr habt geläutet? Eine Halskette. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, Schmuckgegenstände, da sie immer was wert sind, nehme ich mit. Man kann die wissen, aber so... Kleinzeug kann ich jetzt liegen lassen, weil meine Truppe hat alle magische Waffen, die nicht kaputt gehen können. Lasst uns ordentlich verdreschen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Little Lord! Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Fragen nicht!
und verschwinde. Oder vielleicht frostigen Tod! Man merkt irgendwie, wir sind vielleicht ein Level oder so zu hoch. Ja. Dieses Gebiet. Geld, Geld, Edelstein, Edelstein, Geld, Halskette. Also du bist überladen. Aha. Sagt an. Ja, das Eisen ist halt schwer, deswegen geben wir mal Äxte und so an ihn ab. So. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ach ja, hier ist der Spalt. Hier geht's nicht weiter. Hier müssen wir erst die Brücke finden. Die ist dann entsprechend hier drüben irgendwo. Ja, hier wäre die Brücke. Der einzige Verbindungsgang auf die andere Seite übrigens. Hier ist nichts. Okay. Verbindungsweg, nicht Verbindungsgang übrigens. Wie sehen meine Jungs eigentlich so aus? Hm. Ja, die meisten brauchen auch für die nächste Stufe. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich kann nicht speichern. Okay, jetzt gleich speichern. Ich... sicher... Ja. Das hatte ich befürchtet. Das Gemeine ist, sie kann sich nicht in den Schatten verstecken. Wie kann ich helfen? Ja, warum denn ich? Worum geht es diesmal? Meine Klinge soll ich durchstutzen. Komm, wirf dir was an. Ich hab genug davon. Ja, wie ihr wünscht. So, das müssten alle Fallen sogar schon gewesen sein. Jedenfalls in dem Bereich hier. Das heißt, wir sind im Fallenbereich angekommen. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Alles wegen des lieben Geldes. Also ja, ich habe noch einigermaßen in Erinnerung, wo ungefähr die Fallen liegen. Zum Glück. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Oder vielleicht frostigen Tod. Weil wenn man sich es auch so ansieht, sind wir jetzt hier in natürlichen Höhlen, nicht mehr in der Mine. Weil die Mine geht nur eben bis, eigentlich bis hierhin, wo die Schienen sind hauptsächlich. Wobei hier auch noch Stützbalken und alles sind, aber der Durchbruch hier, den die Kobolde gemacht haben, der ist dann nicht mehr von der Mine. Also ich tippe mal darauf, dass die Kobolde, außer wir haben hier eine Balrog-Situation. Sie haben zu tief und zu gierig gegraben. Hi, Ghoul. Aha.
einen Goldring. Yay. Worum, wie ihr wünscht.